Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening. Meine 18 freigeschalteten Packs habe ich jetzt auf 100 aufgestockt. In Season 4 ist das mein erstes Pack Opening. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wie immer in jedem Pack Opening kommentiere ich natürlich nicht jedes Pack, damit ich das Video nicht ewig in die Länge ziehe. Und ich hoffe, wie in den letzten 3, 4, 5 Pack Openings endlich mal ein Erbstück zu ziehen. Ich warte noch immer. Ich bin gespannt, ob ich jetzt endlich eins ziehe. Lasst euch einfach mal überraschen. Los geht's. So, das ist schon mal Müll. Ich könnte ja mal mein Headset aufsetzen, wa? Damit ich ein bisschen was höre. Wie in den letzten Pack-Openings könnt ihr natürlich gerne mal wieder in den Kommentaren schreiben, wie viel Glück ihr schon mit Erbstücken oder anderen legendären oder epischen Sachen hattet. Und wenn ich es einmal anspreche, haben wir hier schon was Legendäres. Oh, ein Krypto-Skin. Auch wenn ich die Krypto-Skins überhaupt nicht so geil finde, ehrlich gesagt. Auch die Revenant-Skins gefallen mir nicht alle richtig. Und ich würde mich über den Wraith-Finisher freuen, wo sie den Gegner in das Portal reinhämmert. Naja. So, gleich die ersten 20 Packs weg. Bis jetzt noch nichts dabei, was mich flasht. Na, was Episches, mal sehen. Ah ja. Also im letzten Pack-Opening habe ich behauptet, noch 50 Packs spätestens, dann sollte ich mein Erbstück bekommen. Bin mal gespannt, ob ich recht behalte. Weil ich habe die Vermutung, dass ich so in Richtung 500 Packs eigentlich mal so langsam kommen müsste. Die Skins sahen ja fast gleich aus beim Bloodhound. So, das war Pack Nummer 30. Hm.
Da ist der Finisher. Oh, das ist ja fast mit Ansage gewesen. Wie geil ist das denn? Ich liebe diesen Finisher. Das ist mein absoluter Favorit. Oh, geil. Den muss ich gleich ausrüsten. Absolut geil. Also nach 30 Packs, 31. Bis jetzt das erste, was mir wirklich gut gefällt. Das kann jetzt eigentlich nur noch ein Erbstück toppen. Naja, jetzt wird viel auch Revenant-Zeugs drin sein. So viele Packs, wie ich schon geöffnet habe. Rafft das nicht, wie viel Pech man haben muss. Also was das Erbstück betrifft, ohne Scheiß. Es gibt ja leider keinen Counter für die Packs, die man schon geöffnet hatte oder hat. Und ich habe ja schon mal gesagt, beim letzten Pack-Opening, ich müsste eigentlich schon Richtung 400 locker sein. Und man sagt, zumindest wurde das bestätigt, alle 500 Packs ist versprochen. Gibt es so eine Pech, ein Pechschutz nennt sich das, dass du mindestens ein Erbstück in 500 Packs hast. Also, wie viel Pech habe ich bitte? Ekelhaft. So, noch 10 Packs, in denen ich behauptet hatte, dann ist ein Erbstück dabei. Auch im Vergleich zu den letzten vielen Pack-Openings deutlich öfter was Legendäres dabei gehabt, auch Episches. Das ist in diesem Pack-Opening bis jetzt eher Mangelware. So, was haben wir denn hier? Oh, der Grappling Hook vom Pathfinder. So, naja. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum die legendär sind, echt. Sieht zwar geil aus, aber warum? Naja, kann man Geld verdienen. So, jetzt wäre theoretisch, ich hatte nämlich ursprünglich vor, ein 50er Pack-Opening zu machen, in der Hoffnung, dass da das Erbstück drin ist. Und siehe da, meine feste Überzeugung, dass in 50 Packs jetzt endlich eins drin ist, sind fehlgeschlagen. Also habe ich die 500er Marke noch immer nicht geknackt. Weiter geht's mit den nächsten 50. Ach Gott, ey. Ich habe schon immer Pech gehabt, was sowas betrifft, egal in welchem Spiel. Ob das Destiny war oder jetzt hier Apex. Scheiße. Ey, ich möchte nicht undankbar klingen, aber das ist genau das Erbstück, was mich am wenigsten interessiert. Scheiße. Ich spiele Lifeline nicht. Mein Main ist Pathfinder oder Wraith am liebsten. Bloodhound hätte ich geil gefunden. Und mein Stammmate Schweini spielt eigentlich immer Lifeline. Also ich freue mich natürlich über das Erbstück, aber scheiße. Warum? Warum ausgerechnet das Lifeline-Erbstück?
Ach, scheiße. Egal. Tja, muss ich jetzt halt Lifeline immer spielen. Okay, weiter geht's. Vielleicht habe ich ja Glück und es kommt noch eins. Oh. Da war ich aber mit meinen 50 Packs fast richtig. Fast. Oh, Mann. Oh, da kriegt man aber einen Puls, wenn das auf einmal so leuchtet. Also am meisten hätte ich mich über den Pathfinder, wie gesagt, gefreut. Das wäre der Hammer, wenn ich das noch toppen könnte jetzt. Auch wenn ich daran nicht glaube. Ah, noch was Episches. Und noch ein Charm. Ach, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich die Maske schon habe. Okay. Naja, so kann man sich täuschen. Wer das übrigens noch nicht wusste, man kann nichts doppelt ziehen. Wobei der Hintergrund von Revenant, den hätte ich mir jetzt eigentlich mal näher angucken können. Der sah eigentlich gar nicht mal so blöd aus. So, Ladies and Gentlemen, noch 30 Packs. Und wieder was Legendäres. Oh, ein Triple Tech Skin. Ich meine, ich spiele sie selten. Aber der sieht geil aus. Den machen wir mal rein. Ich mag zwar immer noch diesen Triple Tech Skin, den ich als allererstes hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt aus so einem Event. Ich glaube, das war das allererste richtige Event. Ich habe keine Ahnung, wie es hieß. Oh! Zweimal hintereinander. Was ist da los? Schon wieder für ein Caustic. Was soll denn das? Nee, da fand ich den ersten vorhin besser. Zwei epische, okay. Aber ich bin ja ganz ehrlich, ich habe ja so langsam diesen. Ich muss mal wieder einen anderen Alternator-Skin reinmachen. Ich kann den Halloween-Skin nicht mehr sehen. Jetzt häufen sich die Goldenen. Naja, irgendwann müssen ja auch mal wieder die Mosambik-Skins kommen. Wobei, der sieht schon echt scharf aus. Den werden wir gleich mal ausrüsten. Das ist, glaube ich, von allen Mosambik-Skins der, der am geilsten aussieht, wenn ich mich nicht täusche.
Herstellungsmaterialien kann man auch immer gebrauchen. Okay, das sieht auch geil aus, die Pose. Noch 17 Packs, okay. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Ah, Schwabel Totenköpfe, auch schön. Zwei legendäre Sachen. Boah, ist das eklig. Immer diese scheiß Rahmen. Was soll das? Ah, der Kraber Skin. Ich spiele sie echt nicht gern. Die Kraber ist eigentlich ein Biest, aber muss man echt gut mit sein. Aber der Skin ist ja wohl mega sexy. Ohne Scheiß. Der sieht wunderschön. Das ist echt ein geiler Skin. Wir waren das eigentlich noch mal 200, okay. Das Ding ist, je mehr Packs man schon geöffnet hat, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, mehr Crafting-Materialien zu bekommen. Eben weil man nichts doppelt ziehen kann. So, noch 4 Packs und dann haben wir es schon wieder geschafft. So, letztes Pack. Okay, oh, warte mal, der sieht eigentlich, dafür, dass er selten ist, sieht der cool aus, muss ich sagen. Okay, Ladies and Gentlemen, das soll es mit meinem 100er Pack-Opening schon wieder gewesen sein. Ich habe endlich mein erstes Erbstück, auch wenn es von allen Vieren, die es bis jetzt gibt, das ist, was ich am wenigsten wollte. Sei es drum, ich hoffe, euch hat das Pack-Opening gefallen. Lasst gerne in den Kommentaren mich mal wissen, was euer favorisiertes Erbstück ist, ob ihr es vielleicht schon habt oder noch auf der Suche, wie ich seid. Was habe ich ansonsten noch Schönes gekriegt? Der Finisher von Wraith habe ich mich sehr drüber gefreut. Der Kraber-Skin ist sehr geil. Und das war's ja fast grob schon wieder. Okay, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Pack-Opening, bis zum nächsten Video von Apex Legends und so weiter. Ich wünsche euch was, haut rein, ciao.